Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das ist die Präsidentenrunde am heutigen turbulenten Abstimmungssonntag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Schweizer Radio DRS. Zum ersten Mal übertragen wir die sogenannte Elefantenrunde, nämlich für Radio und Fernsehen gemeinsam. Um mich herum sind an Pültli 6 Männer verteilt und ich möchte euch die gerne der Reihe noch vorstellen. Neben mir der Hans Grunder, er ist Parteipräsident von der BDP. Der Fulvio Pelli ist Präsident von der FDP und neben ihm der Toni Brunner, er ist Parteipräsident von der SVP. Vis-à-vis von Toni Brunner, der Uri Leuenberger, Präsident von der Grünen, der Christian Löfka, Parteipräsident von der SP und der Präsident von der CVP, der Christoph Darbele. Guten Abend miteinander. Abend. Und jetzt wechsle ich gleich auf Hochdeutsch, damit alle an ihren Pulten das auch wirklich gut verstehen. Zuerst wollen wir über die große Überraschung reden des heutigen Tages, über das wirklich deutliche Ja zur Minarett-Initiative. Hans Grunder, Ihre Bundesrätin, Frau Wittmer-Schlumpf, hat an vorderster Front gekämpft gegen die Initiative. Offenbar ist Ihre Botschaft nicht deutlich genug rübergekommen. Ja, wenn man das Resultat anschaut, ist das so. Es ist eine Riesenüberraschung auch für uns. Ich habe mit einem knappen Resultat gerechnet, eventuell ja oder nein. Es war nicht ein Links-Rechts-Thema, es war ein sehr emotionales Thema und es ging schlussendlich nüchtern betrachtet um eine Baurechtsfrage, aber abgestimmt wurde nicht über eine Baurechtsfrage, sondern über Ängste, die da im Spiel waren und die haben schlussendlich auch zu diesem deutlichen Ja geführt. Mhm. Offenbar, Christian Löffler, hat die SVP den Nerv der Leute sehr gut getroffen. Haben Sie die Stimmung an der Basis unterschätzt? Das glaube ich nicht. Ich habe relativ früh gesehen, dass diese Abstimmung sehr schwierig sein würde. Aber auch dafür angeregt, dass die Parteipräsidenten neben der SVP gemeinsamen Aufruf machen, um die Bevölkerung irgendwie aufmerksam zu machen, auf was abläuft. Aber gelungen ist das offenbar nicht, wenn man das Resultat heute ansieht. Wir sind mit diffusen Ängsten bei den Leuten gegenüber dem Islam konfrontiert worden. Ängste auch um den Platz der Frauen, um der Gleichberechtigung. Und diese Ängste ist es uns nicht gelungen abzubauen. Das ist für mich eher jetzt ein klares Zeichen, dass wir unser Engagement für die Gleichberechtigung der Frauen verstärken müssen, dass wir auch klar machen müssen, dass die Kinder sämtliche Unterrichten, inklusive Schwimmbadunterricht, besuchen müssen, dass die Frauen selber wählen müssen, ob sie mit oder ohne Schleier auf der Straße gehen, dass wir keine Familienbilder wollen in der Schweiz, die total von Vätern dominiert werden. Diese Botschaft müssen wir wahrscheinlich heute stärker platzieren und unser Engagement stärker treiben. Weiteren Maßnahmen werden wir noch reden. Ich höre da selbstkritische Töne raus. Christoph Darbele, es hat Ihnen ja Hisham Maiza, der Präsident der Islamischen Dachorganisation, vorgeworfen, die CVP und auch die FDP. Sie würden sich im Abstimmungskampf zu wenig gegen die Initiative engagieren. War das heute jetzt das Resultat? Das ist absolut nicht der Fall. Also wir haben uns engagiert, normal engagiert, also mit Pressekonferenzen, mit Leserbriefe, also mit den normalen Mitteln, aber wir hatten einfach kein Geld. Das ist so klar in der Schweiz, wenn die Wirtschaft keine Kampagne führt, also dann gibt es fast keine Kampagne. Und das ist schade, also das Minimum wäre eine ernsthafte Kampagne gewesen. Ich habe immer gesagt, die Resultate von den Umfragen von Claude Longchamp sind falsch. Die Leute sagen nicht unbedingt, was sie machen werden in der Abstimmung schlussendlich. Und es ist für mich, weil es nicht salonfähig ist, zu sagen, was man meint über diese Initiative. Und ich glaube, diese Ängste der Bevölkerung müssen wir, und das haben wir gemacht mit dem Muslimpapier der CVP vor 3 Jahren, wir hatten noch letztes Jahr das Thema gebracht, wir müssen das weiter beackern, weil dieses Thema brennt unter den Fingernägeln. Toni Brunner, Sie können sich zurückreden. Die SVP ist große Siegerin des heutigen Tages gegen alle Widerstände, die Parteien, die Wirtschaft, die Kirche. Sie müssen rundum zufrieden sein heute. Ja, die SVP ist sehr erfreut über dieses Ergebnis und möchte der Schweizer Bevölkerung dafür auch danken. Es ging ja nicht nur letztlich um das künftige Verbot vom Bau von Minaretten, sondern in dieser Abstimmung
hat das Schweizer Volk auch deutlich gemacht. Wir möchten keine Parallelgesellschaften in der Schweiz. Wir möchten, dass sich in unserem Land alle an die Regeln zu halten haben. Und letztlich ging es auch um die ganz großen Fragen, die uns in Zukunft beschäftigen werden, um die Fragen der Migration und Zuwanderung. Und hier verschließen die anderen Parteien die Augen vor den Problemen. Und diese Probleme muss das Schweizer Volk wohl zusammen mit der SVP alleine lösen, weil sich die anderen Parteien hier vor den Realitäten drücken. Das ist total falsch, Herr Brunner. Sie wissen, ich habe zum ersten Mal thematisiert die Burka, ein Burka-Verbot in der Schweiz. Es gab eine Interpretation und Ihr Altbundesrat Christoph Blocher hat das nicht einmal unterstützt, dass man etwas machen sollte gegen diese Form von Fundamentalismus. Tatsache ist, Herr Dabele, Sie waren gegen diese Minarett-Initiative. Das Schweizer Volk hat hier so entschieden, wie die SVP es beantragt hat. Wir waren nie gegen Maßnahmen gegen eine Parallelgesellschaft, nie gegen Maßnahmen gegen Schleier. Also wenn es in offiziellen Funktionen zum Beispiel getragen wird oder vor einer jungen Frau, die das nicht gewillt hat. Also das sind alle Sachen. Wir haben ein Muslimpapier, Sie können das gut lesen. Also ich würde gerne ein Exemplar ausdrucken für Sie. Also wir können gut Lösungen und Ansätze präsentieren. Herr Dabele, warum baut man Minarette? Weil Muezzin ihre Gläubigen zusammenrufen. Es geht letztlich um ein Machtsymbol, um einen Anspruch der islamischen Welt. Wir waren immer ganz klar gegen Muezzin in der Schweiz. Wir waren immer ganz klar gegen Hassprediger im Kanton Wallis. Und ich bin stolz, Walliser zu sein, weil das Wallis ein Hassprediger geschickt hat nach Hause, weil Hass gegen westliche Länder gepredigt wurde. Also das ist eine ganz klare Politik. Wir müssen die Probleme lösen, nicht nur benennen. Gut, also hinter diesem Resultat, diesem deutlichen Resultat, da steckt ja Unsicherheit, Ängste gegenüber dem Islam. Uri Leuenberger von den Grünen, wie wollen Sie denn das in Zukunft angehen, dass Sie die Unsicherheit, die Ängste der Leute auch Ich bin da sehr besorgt, auch besorgt, weil heute ist eines der wichtigsten muslimischen Feste, das Eid al-Adha. Das Opferfest, der dritte Tag. Und ich hätte gewünscht eigentlich, dass eine positive Mitteilung an die muslimische Gemeinschaft in die Schweiz kommen könnte heute. Jetzt das Resultat ist, wie es ist. Leider, wir müssen feststellen, dass es nicht um Minarette ging. Es ging um die Muslime in der Schweiz. Es ging um Ängste zu schüren. Es war eine Kampagne gegen den Islam, ganz klar. Und wie weiter? Jetzt geht es darum, dass man die Muslime in der Schweiz besser versteht, dass man weiß, wer überhaupt die Leute sind, wie sie leben, was sie für eine Religion haben, und nur von daher kann man dann gegen die Ängste, die geschürt werden, angehen. Zwar Ängste gegen das Fremde, normalerweise macht die SVP Kampagnen gegen Fremde. Jetzt wurde das Ganze vermischt. Es gibt ja viele Muslime, die Schweizer sind auch. Aber das Fremde und viele Schweizerinnen und Schweizer wissen nicht, was der Islam ist. Sie meinen, das sei eine kriegerische Religion. Sie meinen, das sei eine frauenfeindliche Religion. Wir müssen eine Debatte führen über die Religionen in der Schweiz. Reicht das, Herr Belli, Verständnis für den Islam oder braucht es eben neue Maßnahmen, um Unsicherheit und Ängste aufzunehmen? Gut, entgegen anderer Religionen ist bei der islamischen Religion die härtere Linie immer erfolgreich gegenüber den Moderaten. Ja? Die Moderaten in der